die finanziellen Ausmaße des Fußballs steigen stetig. Verbände und Ligen nehmen immer mehr Geld ein, welches wiederum zu einem Teil an die Vereine geht und im wilden Karussell des Transfermarkts hin und her geworfen wird. Doch neben den Ablösesummen steigen auch die Gehälter der Spieler, was Jerome Gondorf vom SC Freiburg scharf kritisiert. Jerome Gondorf stammt aus einer fußballverrückten Familie. Der 30-Jährige ist jedoch der Einzige, der den Sprung in den Profibereich geschafft hat. Seine vier Brüder sind bei der Spielvereinigung Dollach-Aue in der Verbandsliga Nordbaden aktiv, drei von ihnen als Spieler, einer als Trainer. Doch Profi zu sein, hat nicht immer seine Vorteile, wie er im Interview mit der Stuttgarter Zeitung erklärt. Da gab's zuletzt schon einige Entwicklungen, die ich sehr skeptisch betrachte, so Gondorf, der im Sommer für 1,3 Millionen Euro vom SV Werder Bremen nach Freiburg wechselte. In der Familie Gondorf steht Fußball an oberster Stelle, allerdings sorgt sich Jerome Gondorf zunehmend um die Entwicklung im finanziellen Bereich, allen voran die exponentiell steigenden Gehälter seien etwas, was ihm seit längerem Kopfschmerzen bereitet. Wenn ich mir die Entwicklung der Gehälter anschaue, wird mir manchmal schwindelig. Im Vergleich zu normalen Berufen sowieso. Da ist der Fußball mal ganz weit weg vom normalen Leben, aber auch innerhalb des Fußballs. Auch da geht die Schere zwischen den Top-Verdienern und dem breiten Rest immer mehr auseinander, was ich nicht gut finde. Gegensatz zu Wagner in eine andere Kerbe schlug dagegen Sandro Wagner. Der Angreifer, der damals noch für den SV Darmstadt aktiv war, sagte gegenüber der Bild im April 2016, dass Fußballer eigentlich zu wenig verdienen. Man steht in der Öffentlichkeit und hat Riesendruck. Jeder guckt einem auf die Finger, und das auch privat, gemessen an all dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die bei Bayern zu wenig verdienen, selbst 12 Millionen oder so. Die Profis in den amerikanischen Ligen bekommen auch deutlich mehr. Und ein Profifußballer ist ja nicht plötzlich Profifußballer. Der schenkt seine komplette Jugend her, und dann hast du nur 10 bis 15 Jahre, danach stehst du oft ohne Ausbildung oder richtiges Studium da, musst wieder neu anfangen mit riesigem Aufwand. Meiner Meinung nach ist daher jeder Euro verdient. Mit seiner Ansicht sorgte Sandro Wagner vor 2 Jahren für großes Aufsehen. Doch nicht alle sind seiner Meinung. Doch Gondorf kritisiert auch die Änderungen im Nachwuchsbereich. Auch für Jugendspieler werden ja mittlerweile extrem hohe Ablösen und Gehälter bezahlt. Es gibt mittlerweile einige Vereine, die einfach mal in 5 oder 6 Jugendspieler im Alter von vielleicht 15 Jahren viel Geld investieren mit dem Gedanken, dass es einer schon schaffen wird. Der Rest wird verheizt, um ihn wird sich am Ende nicht mehr gekümmert. So kann man mit jungen Menschen nicht umgehen, daher schlägt er eine Gehaltsobergrenze vor, welche bereits bei RB Leipzig Einzug erhielt. Seine Vorstellung, nach dem Muster vielleicht, dass nach den Top 3 jeden Teams bei der Mittelschicht eine Gehaltsgrenze gezogen wird. So könnte man auch wieder mehr Chancengleichheit herstellen. Sorgen um den Amateurbereich zugleich sorgt sich Gondorf auch aufgrund der eigenen Erfahrung innerhalb der Familie zunehmend um den Amateurfußball in Deutschland, was er mit zusätzlichen Wettbewerben wie der UEFA Nations League oder den Planungen, künftig einen dritten Europapokalwettbewerb einzuführen, in Verbindung bringt. Man muss sich große Sorgen machen. Die Anstoßzeiten im Profifußball und die generelle Entwicklung, dass man jeden Tag im Fernsehen irgendeinen Wettbewerb im Fußball schauen kann, sind Gift für die Amateure. Wenn mal ein Tropfen Regen vom Himmel fällt, dann sagen sich viele Zuschauer, ach komm, ich bleib daheim und schaue mir irgendein Spiel im Fernsehen an. Die Leute gehen immer seltener auf den Sportplatz, auch gäbe es immer weniger Dorfvereine, stattdessen würden immer mehr Spielgemeinschaften gegründet. Das geht ja runter bis in den Jugendbereich, wo sich auch in vielen Altersklassen Spielgemeinschaften aus mehreren Ortschaften bilden müssen. Es sollte wieder mehr für den Amateurfußball getan werden, lautet daher Gondorfs Appell.